Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession des Let's Play WarZ mit mir, dem Daiko und dem... Natürlich auch der Peloni hier. Der Peloni, ja, ich bin ja in der letzten Folge bitter gestorben. Und wir aber ich habe ihn gerecht. Den Server 258, ja, das habt ihr auch noch live gesehen. Wie Pelon den anderen dann einfach erschossen hat und mich vorher erstmal gestorben lassen hat. Alter, das war so geil, ne? Also nicht geil, aber es war so krank irgendwie. Ja. Hättest du mich mal vorher beschützt. Ja, wo ist der Hammer? Da ist doch kein Hammer. Wird da von hinten erschlagen. Ich gehe auch noch zurück, wäre ich da mal nicht zurückgegangen. Und dann war ich halt so am Inventar und konnte halt gar nichts reagieren. Und ich war auch mit krasserweise 2 Schlägen war ich tot. Ja, mit dem Hammer geht's ganz flott. Das ist echt krass. Ich drücke mal eben auf dem Map, wo ich gerade bin. Oh, ich bin direkt da bei Cadler's Cabin. Da, wo ich auch gestorben bin. Ja, da spawnt man halt immer. Das finde ich geil. Dass man halt da... Ich bin jetzt über Cadler's Cabin. Ich habe nichts dabei, weil du ja alles noch von mir hast. Ja. Ich komme jetzt dafür zu Cadler's Cabin. Dafür haben wir auch einen brandneuen Gegenstand. Ja, die Axt. Ne? Den wir... Ja, die Axt haben wir, genau. Aber ich habe von ihm noch etwas gelootet. Und zwar diesen Baseballschläger mit Nägeln drin. Diesen Spike Bat. Ich glaube, den hatten wir schon mal in irgendeinem Let's Play gezeigt, oder? Also ich hatte ihn selber noch nie, aber jetzt haben wir ihn. Den hatte man, glaube ich, schon mal im Global Inventory, konnte man sich den mal kaufen. Nee, man kann sich den von GC kaufen, glaube ich, ja, irgendwie sowas. Von diesen, wie heißen die überhaupt, GC? Ja, Game Points oder so. Game Cash oder so. Bist du bei Cadler's Cabin noch? Ah, da, ich sehe genau dich. Da, wo der Hammer war, sozusagen. Ich sehe dich, siehst du mich hier hinten? Warst du hinter mir? Ich sehe dich. Guck hinter dir einfach. Ach da. Ey, du hast meinen Hut auf, du Schwein. Ja, gebe ich dir wieder. Du Penis. Ja, lass das eben hier machen. Nicht, dass da... Hast du schon was runterfallen lassen? Nicht, dass es in diesem Gras irgendwie ist, weißt du? Hier einfach. So, ich lasse mal deine Axt wieder droppen. Deinen Hut. Dann dein Backpack. Deine M16 Drop-Item. Einen Hammer. Ja... Was hattest du noch? Irgendwas zu essen, aber das können wir dann laufen. Ach ja, hier, Drop-Item, warte, hier, Instant Oatmeal. Ich lass dir mal noch Cola droppen. Was habe ich denn noch hier? Ich hab noch irgendwie was zum Heilen, glaube ich. Oh ja, hier. Antibiotika. Oder so. Da hatte ich ziemlich viele. Aber also ich habe 2. Ist jetzt egal. Ja, das passt ja erstmal. Ich habe jetzt auch 2 Soda, 2 Oatmeal, da kann ich erstmal was essen. Den Rest kannst du ja erstmal behalten. So. Dann lass uns hier mal. Hast du hier schon wieder ein bisschen was ausgekundet oder noch gar nicht? Nein, ich bin doch gerade erst hier. Dann lass uns hier mal. Hier liegt nämlich direkt was. Hier habe ich einen Zombie gezogen. Der kriegt direkt die Axt in den Kopf. Hier, und jetzt dauert. Manchmal dauert es wieder länger, manchmal hier, guck nicht. Mal. Ach, hast du gerade den Spike Bat? Ja, guckst du mal an. Richtig fett das Teil. Drin. Der Typ hat mich auf jeden Fall direkt mit 2 Schlägen getötet. Obwohl er hatte einen Hammer drin, also. Oh, hier liegt auch richtig viel. Oh ja. Standard-Krüger-Rifle. Ah, das kam doch von uns, Alter, oder nicht? Chocolate Bar. Nee, ich glaube nicht. Standard-Krüger-Rifle. Ja, das ist doch, das kann sein. Habe ich nämlich hier liegen lassen. Das kann sein. Ja. Na gut. I don't know. Ja, wer weiß auch, wie lange diese Spielerkills. Weißt du, wie lange die Sachen von Spielern hier liegen bleiben? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal nicht ewig, oder? Könnte ich mir auch nicht vorstellen. Can of Tuna ist hier noch. Oh, hier ist auch noch Wasser und so. Instant Oatmeal wollte ich gerade aufnehmen. Schade. Gammel hier so in dem Haus. Water. Ja, so. Was wir zusammen aufnehmen, gehört ja sowieso uns beiden, sag ich mal. Genau. Wenn irgendjemand was braucht, dann ist das keinste Problem, einmal kurz zu teilen. So, die brauchen wir nicht unbedingt. Also ich... aggressivieren, aber hier rechts ist einer. Ja. Ich gehe hier mal lang. Ja, der hat uns nicht geerdet. Nice. Alles klar, da hinten. So, und jetzt geht's ins Crystal Lake Resort. Ja, und WarZ, unser im Moment, glaube ich, beider absolutes Lieblingsspiel. Ja, auf jeden Fall, Mann. Das Spiel ist so geil. Und das Geilste ist, man kann immer wieder alles erkunden, weil hier sieht eh alles gleich aus. Ja. Also hier gibt es eigentlich gar keine großen Unterschiede. Jedes Dorf sieht fast gleich aus. Ja, alleine die Überraschung jetzt im letzten Part, sag ich mal, Alter, allein die hat mich so gefetzt. Ich hatte so ein Herzklopfen, ne? Ja, und das ist doch mal wert. Ich war wieder ganz schnell weg. Wie bitte? Ich war wieder ganz schnell tot.
Ja, das, also das wäre tatsächlich so. Wäre ich da jetzt hingegangen, hätte er mich gekillt und du hättest ihn erschossen. Das war jetzt einfach. Aber damit hat ja wirklich kein Mensch gerechnet, Alter. Nee. Dass der Typ dahinter uns steht in der letzten Kackgegend hier. Hier, Alter, sieht man, die Zombies sind auch am Schlafen. Ja. Da hinten kann man auch ins Haus rein, geil, glaube ich zumindest. Ja. Hinten kann man ins Haus rein, aber wir können ja erstmal hier bei der Tanke gucken. Boah, ich hab grad gedacht, da ist ein Zombie neben mir. Und hier jetzt, das meine ich halt mit Special Zombies, dass hier zum Beispiel beim Crystal Lake irgendwie Jason X dann aufsteht oder so und versucht uns zu töten. Ach so, meinst du das? Das wäre richtig geil. Oder halt der Tankwart als Endboss. Ja, oder der Tankwart kommt hier raus mit einer Pistole und schießt auf alles, was sich bewegt oder so. Mit einer Pistole, Alter. Ja, oh, der schlägt ganz schnell. Dass man hier vielleicht auch halt auch mal Menschen töten müsste, sozusagen. Kann man hier irgendwo rein, ja? Ach so, meinst du das? Ja, also sowas. Und halt dann auch Special Zombies. Ach, aber du meinst gegen NPC-Menschen, sozusagen? Ja, vielleicht auch NPC-Menschen, genau. Ne? Das wäre natürlich auch geil für Missionen, ne? Ja, deswegen. Wieso, sag ich mal, immer wieder respawnen und so. Und was ich mir echt noch wünsche, dass man sich vielleicht irgendwann mal hier selber was bauen kann. Das wäre richtig geil. Ein Häuschen? Ja, zum Beispiel ein Häuschen oder so eine Burg oder so. Oh, manchmal hier echt zwei Schläge. Hier war, nee, das ist die Axt, Alter. Das ist die Axt. Rechts und dann da hinten hin, ne? Ja, können wir machen. Das ist aber die Axt. Einen habe ich jetzt gezogen. Ja. Nehme ich erstmal. Da ist er. Ja, die Axt ist geil. Und hier gehe ich jetzt, versuche ich. Oh, hier eine gezogen. Sonst nix, nein. Nee. Hier sind nämlich noch Häuser und so. Vielleicht kann man hier irgendwo rein. Ich nehme den rechten. Kannst du den linken nehmen? Ja, ich bin links. Wenn er mich. Komm her, komm her, komm her. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh. Die Axt ist echt krass, Mann. Nice, ja. Alter. Und hier geiler Fund, Mann. Restaurant. Jo. Ja, echt geil, dass wir so eine Axt mal gefunden haben. Ich weiß doch nicht, ob die schon viele gesehen haben. Also ich hatte noch nie eine Axt gesehen. Ich auch nicht. Irgendwo. Und vielleicht ist das hier auch nur in diesem Holzfällergebiet, in diesem Campgebiet, ja, sozusagen, wo man mal so eine Axt durchaus mal dabei hat. Ja, da, ich denke nicht, so, dass man die irgendwie in Campus City oder so findet. Also jetzt, aus seinem Spieler lässt die droppen natürlich, aber weißt du? Ja. Dass die, sag ich mal, jetzt da oben irgendwie im Haus ist. Ich denke schon, dass das wirklich hier speziell für dieses Gebiet hier oben ist. Ne? Und hier kann man vielleicht mal den Steg entlang gehen, in der Hoffnung, dass vielleicht hier bei dem Steg was platziert ist. Jo. Hier kann man ja nicht runterfallen. Ah, hier kann man wahrscheinlich. Nee, man kann nicht ins Wasser. Man kann auch nicht reinfallen? Nee, hier kommt man noch nicht weiter, hier ist eine unsichtbare Wand. Geh mal weg da. Eine unsichtbare Wand. Ich hab jetzt gerade schon gedacht, ich. Boah, ich wäre fast echt stecken geblieben. Nee. Nee, hier kann man auch leider wieder in kein Haus rein. So, das ist meiner hier. Die Stege halt noch abgetrennt von der echten Welt. Ich glaube, ich hau mir gleich wieder den Hammer rein, ey. Ist der besser? Ich dachte, das Ding wäre stärker, ja. Aber dieser Bat ist auch günstiger, sozusagen. Just your traditional baseball bat. Ja, ich nehme mal meinen Hammer wieder, weil. So, da hinten in die Kirche kann man auf jeden Fall rein. Ich weiß nicht, ob das nur so im Empfinden ist, ob die eine Waffe stärker ist als die andere, aber. Auf, ja gut, die Axt ist auf jeden Fall besser. Das, oh, pass auf, du hast von rechts angeaddet. Oh ja, danke. Das habe ich noch im Augenwinkel gesehen, beziehungsweise gehört. Weil der Hammer kommt mir irgendwie geil vor. Und die Axt auf jeden Fall, also dass man nur. So, den habe ich. Dafür, hab ich, dass wir jetzt mal die Kirche. Ja. Kirche und dann da hinten in den Supermarkt da gehen. Und in die kleinen Häuser. Supermarkt? Ja. Da ist, oh, Supermarkt. Geil, Mann. Im Crystal Lake Resort. Das sind zwei, Vorsicht. Ja, sehe ich. Aber ich kann den Control so nicht abnehmen, ne? Nee, ich weiß. Ich hau die beide tot. Alter, ist die Axt geil, Mann. Ja, die Axt ist echt imber. Übelst nice. Da können noch mal 3, 4, 5, 6 Zombies kommen. Ich werde nicht mehr wegrennen jetzt. Weil Rennen ist ja sowieso, dann ist man halt tot. Nee, Rennen ist shit. Ich, ja, tot ist man nicht, dann rennt man halt weg, aber das kostet Zeit. Ist STRG knien oder war STRG sprinten? STRG ist knien. Ja, genau, und das andere ist da drüber sprinten. Und wenn man da aus Versehen mal draufkommt, hat man echt 5 Millionen Zombies. Ah, da kann man auch gleich in jedes Haus reingehen. Ja, sammel du mal ein. Painkillers. Ah, hier ist auch noch wieder ein bisschen eingerichtet. Can of Pasta. Oder dass hier jetzt zum Beispiel der Priester drin ist oder so, der dann richtig verrückt, ja, ist oder so. Ja, also sonst, selbst. Weißt du, selbst, dass er hier dann so steht und so kniet oder so und dann, ja, wenn, ja, man, genau, da reingeht, will er ihn unbedingt direkt töten oder so und rennt ja auch vielleicht mal richtig auf ihn zu. Und dann halt auch mit Special Loot und so, weißt du? Eventuell sollten wir auch einfach mal Games-Entwickler werden. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich hab da ja eigentlich richtig Bock drauf, mir das mal beizubringen.
Und dann halt, weißt du, es gibt heute bestimmt schon Programme, wo man halt gar nicht mehr so viel können muss, sozusagen. Wo man nur die Idee haben muss, ne? Ja, genau. Weil ich denke mal, diese Dinger sind auch alle einzeln so ein bisschen erstellt und dann klatscht man das auf so einer Map zusammen, sag ich mal. Es gibt ja schon genug so Map-Editor-Sachen, ja, wo man selber seine Maps bauen kann. Ist der hier tot, oder? Der ist tot, hast du doch gerade gekillt, oder nicht? Ich weiß es nicht. Boah, jetzt hätte ich fast nochmal geschlagen. Boah, du läufst gerade richtig eklig vor mir. Jetzt nicht mehr. Oder halt, dass hier noch so ein alter Hausbewohner, hinten so ein Opa im Sessel sitzt oder so. I kill you. Also ein paar Special Zombies. Kill you. Und dann schießt er mit seiner Schrot los oder so. Und dann kriegt man halt auch die Schrot, wenn man den danach lootet. Das zweite Haus daneben kannst du dir sparen, da war ich gerade drin. Hier war auch nichts. Und dann das letzte Haus vielleicht nochmal gemeinsam besuchen. Ja. Nee, hier war auch nichts drin. Ja, hier ist überall, glaube ich, nicht so viel drin. Hier wünsche ich mir auch einfach eine Waffe. Weißt du? Nix. Niente nada. Ein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir eine AK-47 herbei. So, jetzt mal die Autos abchecken und danach nochmal in den Supermarkt und dann war's hier auch schon wieder. Supermarket. Camp Valley. Oh, der Crystal Lake, ja. Ich hab grad gedacht, der Sitz blinkte so komisch. Hier so ein alter Benz. Ne? Oh, ich hab grad irgendeinen Zombie, glaube ich, angezogen. Ja. Komm her, du Viech! Also das mit den Sounds kommt mir aber inzwischen auch ein bisschen besser vor, oder? Ja. Von wo die herkommen, ne? Also ab und an ist es halt so und ab und an ist es dann auch mal wieder richtig retarded, finde ich. Ja, ja, ja. Es hat halt noch so leichte Bugs, die ein echt das Leben kosten können. Und wie gesagt, ja, zu Anfangszeiten in den ersten Let's Play-Folgen könnt ihr auch mal gerne gucken, da wurde ich auch einmal einfach so getötet. Eaten by a Zombie stand da. Und ich hab gar nichts gesehen, von wo der kommt oder was der gerade macht. Das finde ich halt echt ein bisschen komisch. Ja. Vor allen Dingen deswegen, wenn man hier wenig Leben hat, ist das saugefährlich. So, ich check da hinten nochmal das Auto ab, bevor wir in den Supermarkt gehen. Ja. Und da mal gucken, was wir da finden. Oh, hier ist tatsächlich Can of Pasta noch drin. Dann hat sich der kleine Abstecher schon gelohnt. Ja. Oh, ich muss meinen Hut noch aufsetzen. Oh ja, klar. Ich habe leider keinen. Meine wurde mir geklaut. Von wem? So, das sieht super leer aus. Ist schon da? Nee. Nee, jetzt. Ja. Hier war wohl schon jemand vor uns da und hat sich bedient. Jo. Och man. Da liegt noch was. Oh, wo? Oh. Ach ja. Standard C-Mac. Stanak? Warte mal. Ich lese mal eben kurz. Ja, Stanak. Maximum Size 100 Round Drum auf, also 100 Schuss wahrscheinlich. Ja, 100 Schuss. Nice. M4 und M16. Ah, das nice, kann, Alter. Ja, ich kann das wieder ach, wechseln. Das hattest du schon mal gefunden, ja, genau. Ne? Ja, packst du dir mal rein. Ja. Starnak 30 ist mein eigentliches Magazin und ich habe jetzt Starnak C-Mac halt. Hast du 130 Schuss, ne? 100 Schuss jetzt, ne? 130 ja. Nicht. Ja, ich habe gerade 82 Schuss. Halt so ja, du hast doch noch 30 Schuss. Ja, ja, ich habe. Aber da muss ich wieder wechseln, dass man... Ja, ja, klar, aber insgesamt 130. Genau. Ja, ich habe gerade 82 Schuss. Deswegen. Einen längeren Weg runter zu Cottonwood Bend, Bath Farm und Riffle Ridge. Hier lang. Ja. Gut, du gehst da. Ja. Oh, hier sind ein paar Zombies. Ja, hier liegt auch einer, den wecke ich mal auf. Und da hinten kommt die nächste Zombie-Linie an. Sollen wir wieder Money droppen? Ja, ist echt mager geworden. So, dann nehmen wir auch nochmal die Zombies in Angriff. Ja, ich nehme den linken. Gut, dann nehme ich den rechten. Solange wie er sich aufrichtet. So. Woohoo! Kleiner Rabe flog hier auch vorbei. Ja, die Tiere laufen uns hier hinterher. Aber man sieht die Raben auch nicht, ne? Nee, Route 70, Alter. So, wo gehen wir hin? Ach, ja, jetzt, hier. Ja, oh ja. Riffle Ridge und Cottonwood Band. Alles klar. Das wird ein kleiner Marsch. So, ich guck ins Gebirge links, ja? Ja. Ja, ich sag mal, wenn uns hier einer sieht, haben wir halt verkackt. Ja, ich bin ja auch nicht so... Also, ich habe jetzt auch keinen Bock, jedes Mal die übelsten Abstecher zu nehmen. Nee, ich auch nicht. Also, wir machen da schon hier...
No risk, no fun, put Prinzip. Ja, deswegen, Alter, und wenn, weißt du... Sind doch gerade 6 on, also wenn jetzt die einer wäre, vielleicht sagt der Oma, ey, die beiden Typen sind cool, die lasse ich am Leben, aber dann lebt der nicht mehr lange. Wo bist du denn? Bist du im Wald? Ey? Guck mal um dich. Ach, da liegst du. Ja, das ist echt krass hier, Alter. Ja, ach, und hier bräuchte man jetzt... Sprintanzeige geht ja wohl noch klar, ey. Ja, aber das Dumme ist, die lädt sich so verdammt langsam wieder auf. Und ich glaube, da geht da auch Trinken einmal, richtig schnell runter, wenn man sprintet. Da war aber einmal eine Zeit, da haben sie es aber richtig übertrieben. Ja. Ganz langsam aufgeladen und ganz schnell weg. Ja,